In einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen stehe ich in unserer heimischen Küche vor meiner Mutter und performe Michael Jacksons Thriller. Ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Aber genau in diesem Moment realisierte ich, dass das die Sache war, die ich für den Rest meines Lebens tun wollte. Ich war nie der Beste in der Schule, ich war nie der Beste im Sport. Aber wenn ich anfing zu singen, fingen die Menschen an zu staunen. Ich konnte in den Menschen Emotionen hervorrufen. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, teuren Unterricht konnten wir uns nicht leisten. Alles, was ich kann, habe ich mir selbst beigebracht. Dann kam dieser Moment, an dem ich das erste Mal die große Bühne betrat. Wow. Ich konnte den Menschen in diesem einen Augenblick den Moment schenken, in dem sie alles vergessen konnten. Und ich konnte das erste Mal in meinem Leben wirklich ich sein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nur ich bin, wenn ich auf der Bühne stehe. Das sind die Momente, in denen ich wirklich lebe. Es gibt heutzutage kein größeres Kompliment, als wenn jemand zu mir sagt, deine Musik hat mich berührt. Dafür lebe ich jeden Tag. Und jeden Schritt, den ich in meinem Leben mache, mache ich mit dem Ziel, die beste Version von mir zu sein, die es gibt. Für mich und die Menschen, die mir jetzt gerade zuhören.